eine gewisse Sinnfreiheit im Tun. Das ist für mich das eigentliche Wesen der Kunst. Und dann geht es nicht um das Ergebnis, sondern es geht um die Bewegung im sinnfreien Raum, die, auch die Zweckfreiheit. Ja, die, das ist ja ein wirklicher Sinn, die Zweckfreiheit. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Die Natur hat mich fasziniert und fasziniert mich bis heute. Sie ist Ausgangspunkt für meine Malerei. Einerseits die genaue Naturbeobachtung, die direkte Umsetzung. Ich arbeite nicht nach Fotovorlagen, sondern nehme die Objekte zur Hand und male sie auf große Formate mit heftigen, raschen Pinselstrich. Ich zeige in dieser Ausstellung Häuser, die im Zeitraum von 20 Jahren entstanden sind. Das Thema Haus hat sich irgendwie so intuitiv am Anfang entwickelt in einer Ausstellung und hat mich dann eigentlich immer begleitet, parallel zu größeren Outdoor-Projekten oder als Ergänzung oder Weiterführung dann von als autonome Projekte. Mir dient die Kunst dazu, die Welt besser zu verstehen und auch die Eindrücke zu erkennen. Und die Eindrücke, das kann ein Sommertag im Garten sein mit blühenden Blumen und es kann sein, wie sich jemand zu Tode röchelt. Die Vielschichtigkeit der Welt spiegelt sich einfach in der Kunst wider. Und die Schmetterlinge, die einen Großteil meiner Arbeit ausmachen, stammen aus der Sammlung, die ich als Kind angefangen habe zu machen. Das Material, das ich verwende, kommt aus einem Zusammenhang, der jetzt biografisch irgendwo eingebunden ist, der vom Sammeln abhängt, von Reisen abhängt, von Begegnungen abhängt. Und die Art und Weise, wie diese Häuser dann gebaut sind, von der Proportion, ist auch eher intuitiv. Und die Materialien sind in einer Harmonie zur Proportion, zur Größe. Und es gibt nur ein Kriterium, das ist das eigene, das man sich selbst setzt, das man selbst entwickelt hat. Und das ist natürlich mit unseren vielschichtigen Wurzeln, mit unserer Herkunft, mit unserer Sozialisierung zu tun hat. Das sind die Kriterien. Und mein früher Berufswunsch war, Schmetterlingsforscher in Brasilien zu werden. Und das wechselt eigentlich sehr stark ab, spiegelt auch ein bisschen wider, welche Materialien mich faszinieren, wie sich das verändert. Und da kommen immer wieder neue Einflüsse. Und so ist das ein Thema, das mich, glaube ich, noch etwas länger beschäftigen wird. Und da ist es noch sozusagen mit einem offenen Ende, wie es weitergeht. Kakti haben mich während der Studienzeit schon sehr fasziniert, weil es sehr räumliche und körperhafte Gebilde sind, die regelmäßige Struktur aufweisen. Und dann geht es nur darum, dass man in dem, was man tut, authentisch ist. Und Authentizität ist dann für mich auch die Qualität in der Kunst.